Ja, danke, Jakob. Wenn ich dann da bin, dann bin ich schon gerne da. Ich bin nur nicht gerne unterwegs. Und ich bin jetzt hier auch besonders froh über das Programm, weil es so eine schöne Mischung gibt aus, wie man so sagt, Praktikern und Anfängern und Leuten, die Anstöße geben und auch konkrete Zielvorstellungen formulieren. Denn jetzt in der nächsten, genau, ich sollte meine Uhr hinlegen, guten halben Stunde, werde ich überhaupt nicht davon reden, was wir jetzt genau als nächstes tun sollten. Also nicht, weil mich das nicht interessiert, aber weil ich das Gefühl habe, da habe ich nicht mehr zu sagen als alle anderen. Sondern ich werde eher darüber reden, wie wir über das, was wir tun und auch was andere tun und was die Gesellschaft insgesamt tun, nachdenken. Denn als Philosophin bin ich mit diesen ganz abstrakten Begriffen befasst, sozusagen die unsichtbar sind, auf die man nicht zeigen kann, aber mit denen man immer ganz viel auf einmal sagt, wie zum Beispiel Freiheit. Und in der philosophischen Tradition, in der ich erzogen wurde, also ich glaube, die Leute selbst würden wahrscheinlich sagen, die Erziehung ist ein bisschen missglückt, aber in der kritischen Theorie, also Frankfurter Schule, gibt es ein Credo, das heißt, die Wahrheit, auch die philosophische Wahrheit, hat einen Zeitkern. Das heißt also, es gibt schon sowas wie eine Wahrheit, also es kann nicht einfach, also mir wird oft gesagt, Freiheit, das kann halt jeder für sich selber entscheiden, was es ist. Und ein Stück weit stimmt das auch, aber wenn wir nicht irgendwie uns auch verständigen darüber, können wir nichts tun gemeinsam, um die Freiheit der anderen zu wahren, weil wir eben gar nicht wissen, wovon die Rede ist. Also solche Begriffe haben schon sowas wie einen Wahrheitsanspruch, aber der ist nicht ewig, sondern der ändert sich und der muss immer mal wieder vielleicht neu befragt und durchdacht werden. Und mir scheint es mit der Freiheit im Moment eine sehr zentrale Frage zu sein, wie wir die verstehen. Also es ist nicht nur, weil ich jetzt irgendwie eine Idee hatte, dass ich denke, man sollte da jetzt drüber nachdenken, sondern weil mir scheint, dass wir gerade beobachten können, so ein Vorgang wie das Zerbrechen des gängigen, herkömmlichen Freiheitsbegriffs. Ich sage gleich, was ich damit meine. Also es scheint mir jetzt nicht nur so, dass ich jetzt hier eine bestimmte Vorstellung von liberaler, vielleicht kapitalistischer sogar, Freiheit kritisieren und loswerden will, sondern dass ich das Gefühl habe, das schafft sich gerade schon ein Stück weit selbst ab und dabei entsteht auch was, was ich eigentlich viel gefährlicher finde als die liberale Freiheit. Und wir müssen das vielleicht ein Stück weit verstehen, was da passiert, um dann gegen Vorschläge abwägen zu können. Es ist ja so, dass das Freiheitsverständnis, was in unseren demokratischen Verfassungen festgeschrieben ist, eins ist, was zurückgeht auf frühneuzeitliche Vertragstheorien, so Locke, ein Stück weit auch Hobbes, und 19. Jahrhundert liberale Denker. Und dessen, die Grundidee ist sowas wie, ich kann machen, was ich will, solange ich nicht da in die Freiheit der anderen eingreife. Oder, ein bisschen besser formuliert, die Grundidee ist, man gehört sich erstmal selbst, man hat ein Recht auf seinen eigenen Körper, seinen eigenen Handlungsspielraum. Und dass dieser Spielraum endet, da wo derjenige der anderen anfängt. Also ich kann mit meiner Freiheit nicht die Freiheit der anderen minimieren, dann muss man sich neu austarieren. Wir haben das eben wunderschön gesehen, in diesem im Raum rumgehen, also wenn man an den anderen stößt, muss man stehen bleiben. Und der Staat ist dann unter anderem damit beauftragt, sicherzustellen, dass das passiert, weil wir das eben nicht unter so wahnsinnig achtsamen Bedingungen miteinander im Raum machen, sondern eher unter so Bedingungen, wo da hinten der Goldschatz steht und da bricht es schon langsam ab. Und wenn sich dann die Leute im Raum bewegen, da ist sozusagen mehr Koordinationsarbeit nötig, dass sie sich nicht doch anrempeln und übertrampeln. Und diese Verklammerung von einerseits vollkommener Ungezwungenheit, auch Willkürfreiheit, da muss ich auch nicht rechtfertigen, kann machen, was ich will, das gerade ist die Freiheit, egal was, und Rücksichtnahme, Anerkennung der Grenzen der anderen. Das scheint mir im Moment überall da, wo auch nur der leiseste Transformationsdruck und Anspruch entsteht, krachend auseinanderzufallen. Wir haben gewissermaßen, also in verschiedenen Feldern, das, ich finde, man konnte es sehen in der Gesundheitspolitik, in der Pandemie, man kann das sehen in Debatten um Diskriminierung, selbst schon auf der Ebene der Frage, wie diskriminierungsfreie Sprache aussehen könnte. Wir sehen es definitiv, da gehe ich auch gleich mehr noch ein, bei den Klimaprotesten und überhaupt den Fragen, worauf wir jetzt, also wie wir unsere Wirtschaft und unseren Konsum verändern, dass es immer so eine Art Auseinanderbrechen gibt in diejenigen, die ganz stark
und mit guten Gründen und sogar mit der Wissenschaft auf ihrer Seite betonen, dass wir uns eigentlich viel mehr zurücknehmen müssten, dass diese Grenzen, wo die Freiheit der anderen anfängt, in mancher Hinsicht historisch falsch bemessen wurden und jetzt neu ausgerichtet werden müssen, neu zugemessen werden, dass man merkt, wir wussten gar nicht, aber mit dieser Äußerung oder mit diesem Schnitzel steht man gewissermaßen schon dem Nächsten auf den Füßen und muss da sich ein Stück weit zurücknehmen. Dann hat man eine ganze Rede von Verzicht oder eben Rücksichtnahme, bei der aber oft der Begriff der Freiheit eigentlich gar nicht mehr fällt. Also man traut sich gar nicht mehr so richtig, da auf der Seite auch die Freiheit zu reklamieren. Und mir begegnet es auch mitunter, dass gerade jüngere, für mich ist das eigentlich ein sehr positiv besetzter Begriff, Aktivistinnen oder soziale Akteure, dann manchmal so sagen, ja, Freiheit, das ist einfach kaputt. Also das interessiert uns gar nicht. Wir wollen jetzt überleben oder wir wollen wenigstens so eine gewisse Gerechtigkeit. Und das scheint mir gefährlich und auch falsch. Ich glaube, menschliches Leben kann gar nicht ganz unfrei sein und wir müssen eigentlich weiter uns dem Projekt verschreiben, die Freiheit so groß wie möglich zu machen. Aber es gibt sozusagen diese eine Seite, wo man sagt, da bricht was, weil die Freiheit fast gar nicht mehr präsent ist und man nur noch den Gestus der Rücksichtnahme hat. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie das freidrehende, lose, isolierte Stück des Anspruchs auf Willkür. Und die Behauptung, ich gehöre mir selbst, also kann ich doch machen, was ich will mit mir selber. Und irgendwie auf dieser Seite fällt die Idee, dass man ja aufpassen muss, wie das zusammengeht, all diese Einzelfreiheiten, gar nicht mehr in den Blick. Es ist sogar manchmal so, habe ich den Eindruck, dass in einer bestimmten Freiheitsrhetorik nur noch Sachen, die auch zerstörerisch sind, als frei empfunden werden. Also nachdem man weiß, dass es sinnvoll wäre, wir haben es eben wieder gehört, ein Tempolimit 100 zu haben, dann fühlen sich Leute plötzlich richtig frei, wenn sie rasen dürfen. Und ich will das auch gar nicht, ich fahre auch gern schnell Auto, mein Auto ist leider zu Schrott dafür, aber so, es ist irgendwie, natürlich ist darin irgendein Körnchen Freiheit, aber dass man plötzlich das so auflädt, so freie Fahrt für freie Bürger, wie das bei uns heißt, hier wahrscheinlich auch, das passiert fast erst in dem Moment, wo man weiß, dass es schädlich ist. Das hat man so ähnlich mit diesem, was darf ich eigentlich noch sagen? Also als ob plötzlich man nur noch frei ist, wenn man in seiner Rede auch irgendwen beleidigt. So, dann weiß man, das war frei. Ja, das hat ja der andere nicht gewollt. Zum Teil der Fleischhunger scheint fast zu wachsen, wenn man weiß, dass die Welternährung nur mit überwiegend fleischfreier Diät sichergestellt werden könnte. Man hat sozusagen dieses Phantasma, dass ich gehöre mir selbst, deswegen kann ich machen, was ich will, ohne die Schranke. Und das dreht frei und sobald irgendein Transformationsvorschlag gemacht wird, selbst ein ganz sinnvoller oder neuer, selbst ein sehr begrenzter, schafft es, die rechte Seite den so zu drehen, dass darin irgendwie so ein Eigentumsanspruch verletzt wird. Also in Deutschland war das mit den Werbepumpen ja ganz interessant, weil dann da haben sie es geschafft mit dem Keller. Also da regiert mir jetzt jemand in meinen Keller rein, in meinen Keller, meinen Heizungskeller sozusagen. Das ist mein Eigentum, da muss ich doch machen, was ich will. Und ich würde sagen, dass das auch ein Phänomen ist. Ich spreche jetzt über deutsche Beispiele, aber was wir wirklich in der globalen Vernetzung und dem Durchmarsch von neuen Autoritarismen in ganz verschiedenen Regionen und Kontinenten sehen können. Also auch Bolsonaros Wahlkampf in Brasilien läuft genau über, also die nennen sich selber die Freedom Party und die auch die sozusagen türkischen Erdogan-Anhänger haben das. Wir haben sozusagen an vielen Punkten dieses, ja letztlich, ich würde sagen, faschistisch auf jeden Fall autoritär werden des Freiheitsbegriffs als so eine Art Verletzungsanspruch oder Destruktionselement. Gut. Deswegen scheint mir, dass wir irgendwie auch was anderes machen müssen, als einfach nur versuchen, diese Teile wieder zusammenzufügen. Das kann man natürlich machen. Also man kann jetzt einfach immer sagen, aber Freiheit gehört mit Verantwortung zusammen, man muss sich auch zurücknehmen und so weiter. Wenn wir aber ernst nehmen, wie viel sich eigentlich ändern müsste und wie schnell, besonders angesichts des Klimawandels und auch angesichts globaler Gerechtigkeit, dann finde ich, ist schon ein Körnchen Wahrheit daran, dass wenn man das ernst meint, was welche Art von Rücksichtnahme und Veränderung da plötzlich, neue Grenzziehungen da plötzlich nötig wären, also Grenzen meiner eigenen Ansprüche, dass man dann vor lauter Grenzen, die frei oder vor lauter Bedingungen der Freiheit, die eigentliche Freiheit nicht mehr sieht, daran stimmt schon irgendwas. Und deswegen, also scheint mir das entweder
man dann doch dahin schlittert, die Freiheit aufzugeben. Ich weiß nicht, wie es hier ist, im deutschen Sprachraum ist es bei mehreren Liberalen so, also zum Beispiel Bernd Ulrich in der Zeit, der hat so einen großen Essay geschrieben über das Opfern, als Opfer bringen als Tugend. Und das scheint mir gefährlich. Am Ende müssen immer die anderen Opfer bringen und das vergisst, was für ein eigentlich begehrenswertes Projekt im Zentrum unserer demokratischen Selbstorganisationsmöglichkeiten steht, nämlich die Freiheit. Gut, also wie halten wir, was könnte man machen, um an der Freiheit festzuhalten? Und vielleicht können wir sogar an der Szene, wo wir eben aufgehört haben, wo sich manche am Boden festkleben und andere auf die Hupe drücken, anfangen, weil das ja genau wieder so eine Situation ist, wo die einen sozusagen ihre Mobilität, kostet was es wolle, durchsetzen wollen und die anderen sagen, nee, hier, ich bin jetzt sozusagen die leibgewordene Grenze, ja, ich sitze hier und sage, das kann so nicht weitergehen. Da kann man sagen, auf eine Art stehen sich da perfekt Blockierer und Bewegungsfetischisten gegenüber. Man könnte aber diese Geste des Blockierens auch ganz anders verstehen, denn der Umweltbewegung und im Klimaschutz und jetzt konkret der letzten Generation geht's ja, das ist ja nicht sozusagen deren Spiel, dass Leute nicht zur Arbeit fahren können, sondern deren Spiel ist, eine bewohnbare Zukunft sicherzustellen. Es geht sozusagen nicht darum, jetzt hier zu kleben, sondern es geht darum, auf diesem Planeten bleiben zu können, weiter leben zu können. Und interessanterweise kommt dieses Bleiben in ganz vielen progressiven, das ist ja eigentlich ein konservativer Begriff, ne? In ganz vielen progressiven Forderungen und Bewegungen auf im Moment. Also in der deutschen Klimabewegung gibt es also immer alle Dörfer bleiben, wo Kohle abgebaggert wird. Lützerath bleibt, weil es der große Konzentrationspunkt. In den Kämpfen gegen Gentrifizierung, was wir ja auch in Wien haben, wir bleiben alle, ist sozusagen der Anspruch auf, dass man weiter in der Stadt leben kann. In der Migrationsdebatte ist das Bleiberecht wahnsinnig wichtig für diejenigen, denen die Migration immerhin schon mal gelungen ist. Also das Bleiben taucht irgendwie überall plötzlich auf. Und das ist erstmal ein Begriff, der ganz weit weg liegt von unserer Vorstellung von Freiheit. Und ich habe dann irgendwann diese Formel angefangen, immer zu benutzen von der Bleibefreiheit, bevor ich eigentlich wusste, ob es das gibt, also ob das nicht einfach ein Trick ist. Und inzwischen habe ich mich sehr weit überzeugt, dass wir das eigentlich brauchen als Vorstell, als Begriff, als Wort. Dass es nämlich nicht nur Bewegungsfreiheit gibt, sondern es gibt auch sowas wie Bleibefreiheit. Also die Freiheit, irgendwo bleiben zu können. Und in einer Welt, in der die bewohnbaren Landstriche weniger werden, ist das Recht oder die Möglichkeit, irgendwo zu bleiben, eigentlich die anspruchsvollere, als die wegzukönnen. Denn wenn sie überall weg können, aber alles ist eine Wüste, dann nützt einem das gar nichts. Ja? Also auch weg können macht nur Sinn, wenn man entweder einen Ort hat, der sicher als Heimat erhalten bleibt, zu dem man zurück kann, oder wenn man da, wo man hinkommt, dann auch ankommen und bleiben kann. Also letztlich ist die Bleibefreiheit eigentlich eine größere Freiheit als die Bewegungsfreiheit. Ich würde weiter, also falls Sie jetzt Angst kriegen um meine Vorstellung zur Grenzpolitik, ich würde natürlich weiter sagen, diese Bleibefreiheit setzt die Bewegungsfreiheit voraus. Sonst hat man ja gar keinen Test, ob jemand überhaupt bleiben wollte. Ja? Also das Buch heißt auch nicht Bleiben, sondern es heißt Bleibefreiheit. Und frei ist man nur, wenn man auch hätte gehen können. Also die Bleibefreiheit setzt ein Stück weit die Bewegungsfreiheit voraus. Aber sie scheint mir irgendwie das breitere Konzept zu sein. Das ist erstmal total paradox, weil in unserer politischen Tradition, die ich eben schon aufrief, ich habe es eben so ein bisschen beschrieben mit diesen Rechtswehren, wenn man sich das auf eine andere Art rekonstruiert, könnte man sagen, dass eigentlich immer Freiheit, dass immer Freiheit als so eine Art Bewegungsfreiheit gedacht wird. Also das klingt erstmal zu klein, also Freiheit ist ja mehr als nur, dass man weg kann, aber historisch war es mal die Möglichkeit, zum Beispiel aus der Leibeigenschaft in die Stadt zu ziehen, ganz wichtig. Und auch jetzt im Fall der Mauer war die Reisefreiheit ein großes Thema. Und wenn man sich anguckt, wie diese philosophischen Konzeptionen gebaut sind, dann ist es meiner Meinung nach tatsächlich so, dass wir eigentlich im Liberalismus immer eine räumliche Imagination von Freiheit haben, als so eine Art Bewegungsfreiheit. Also auch die Vorstellung, dass ich bestimmte Rechte habe, in denen ich mich bewegen kann, wie ich will, und irgendwo fangen die Rechte der anderen an, ist ja eine,
die ein räumliches, quasi ein geometrisches, imaginäres voraussetzt. Man guckt da so von oben aufs Spielfeld und sieht dann, wer bis wo darf und wer sich wie bewegen kann. Noch die Willensfreiheit, also die Autonomie, ist eigentlich eine des Bewegungsspielraums des Willens. Also wie viel kann ich machen, wo kann ich hin mit meinem Willen? Eine neuere Rekonstruktion des Liberalismus, jetzt von Christoph Möllers vor ein paar Jahren, hieß sogar im Titel Freiheitsgrade. Und das war seine entscheidende Idee, dass Freiheit etwas ist, was, also wie bei so einem Zeiger, der einen Ausschlagegrad hat, je größer der Zeiger ausschlägt, desto größer, und der Zeiger ist mein Wille, desto größer meine Freiheit. Das ist ein ganz, sozusagen, dem Moment verhaftetes, geometrisches, imaginäres der Freiheit. Und in so einem Spielfeld, das man von oben anguckt, oder in so einem Moment, ist natürlich, ist das ein Feueralarm, den wir berücksichtigen müssen, oder eine Glocke, die nur zur Konzentration anruft? Ja, genießen Sie Ihre Bleibefreiheit. In dieser Vorstellung ist sowas wie Bleiben erstmal ganz paradox und keine Freiheit. Denn wenn Freiheit Bewegungsfreiheit ist, dann ist Bleiben, man bleibt ja am selben Ort, man macht nichts, ist sozusagen die Abwesenheit von Freiheit. Wenn man jetzt aber sagt, vielleicht müssen wir gar nicht in so einem räumlichen Imaginären über Freiheit nachdenken, sondern wir könnten ja auch zeitlich über Freiheit nachdenken, also über die Zeit hinweg, dann wird das Bleiben plötzlich fast die maximale Füllung der Freiheit, weil man nämlich immer weiter da ist. Also bleiben und frei bleiben und weiter bleiben. Das heißt, in der Achse der Zeit ist die Bleibefreiheit viel, also da kann sie sich entfalten. Und das war, ich habe sie jetzt sozusagen mitgenommen auf diesen Spaziergang von diesem ersten Anknüpfungspunkt des Bleibens hin zur Zeit. Das war dann die Idee, wo ich das Gefühl hatte, okay, da kann man jetzt vielleicht was mitmachen. Und letztendlich würde ich am Ende stärker festhalten an der Idee, Freiheit zeitlich zu denken, als an der, wir sollen möglichst viel bleiben. Also natürlich spricht viel fürs Bleiben, und wie Sie schon gehört haben, ich persönlich bleibe immer am liebsten zu Hause. Aber dass das nicht verallgemeinerbar ist, das habe ich schon kapiert. Ja? Und es gibt auch ganz weltwahrende Formen des Reisens oder der Nichtsesshaftigkeit. Gegen die habe ich nichts. Aber wenn ich mich fragen würde, sind das freie Formen oder unfreie Formen, würde ich sie sozusagen bemessen an einem Verständnis von Freiheit nicht als Raum haben, sondern als Zeit haben. Und wie geht das jetzt? Also geht das überhaupt? Ja? Kann man sich Freiheit als was Zeitliches vorstellen? Kann man Freiheit selber verzeitlichen? Der erste Schritt wäre ja zu sagen, dieselbe Freiheit, die wir jetzt haben, über die Zeit hinweg. Das war so ungefähr so bei diesem deutschen Verfassungsgerichtsurteil, können wir nachher drüber reden, vor 2 Jahren. Aber könnte man Freiheit selbst als sowas verstehen, was quasi darin besteht, Zeit zu haben? Und ich dann so ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, war ich erstmal ganz angetan, und dann war mir natürlich klar, dass das so einfach nicht ist, weil einfach nur Zeit haben ist natürlich noch keine Freiheit. Ja? Also nur weil Sie Zeit haben, es kann ja auch ganz eingezwängte Zeit sein, man kann ja auch im Gefängnis haben auch Zeit. Ja? Also, und wenn man depressiv ist, aber es gibt sozusagen nicht mal äußere Zwänge, aber trotzdem kann man sagen, das war jetzt Lebenszeit, aber das war keine Freiheit. Insofern ist das bloße Zeit haben natürlich nicht genug, um von Freiheit zu reden. Ich würde aber sagen, wenn wir ein reicheres Verständnis von der Zeitlichkeit menschlichen Lebens haben, also in der Philosophie würde man sagen, eine Phänomenologie der Zeit, also man so erschließt, was Zeit eigentlich sein kann in unseren Existenzen, dann kommt man doch zu etwas, was anspruchsvoll genug ist, um diesen Namen der Freiheit zu verdienen. Ich sage vielleicht einmal eine finale Formel, die ist jetzt noch total absurd und wie so ein absichtlicher Zungenbrecher, also Sie müssen das jetzt nicht irgendwie andächtig glauben. Ich würde nämlich sagen, es ist eine Fülle erfüllter Zeit in einer Zeit der Fülle. Also nicht einfach Zeit haben, sondern eine Fülle erfüllter Zeit in einer Zeit der Fülle haben, das ist Freiheit. Ich enträtsel das jetzt mal. Ich glaube, es gibt eigentlich 3 Dimensionen von Zeit, die wir haben müssen, damit wir frei sind. Und ich würde nochmal darauf zurückkommen und doch darauf bestehen, dass diese Zeit der endlichen Spanne, also die Zeit der Lebenszeit, schon eine dieser 3 Dimensionen ist.
Also wenn wir nicht leben, können wir auch nicht frei sein. Und tatsächlich ist es auch eine Freiheitsberaubung, wenn Menschen durch also eigentlich unnötige sozial gemachte Umstände voraussehbar weniger Aussicht auf eine volle Lebensspanne haben als andere. Also das zum Beispiel die abolitionistische, von wegen Aufhören, Theoretikerin Ruth Wilson Gilmore definiert Rassismus so, dass es die Ausgesetztheit einer bestimmten Gruppe zu vorzeitigem Sterben ist, die eigentlich ein rassistisches Verhältnis ausmacht. Und man kann das wunderbar auch in Klassenpolitik festmachen. Also manche von Ihnen haben vielleicht auch, wie also manche der Leute um mich herum, den Kopf geschüttelt, dass die Franzosen alle mit 62 aufhören wollen zu arbeiten und 64 ist doch auch schon besser als was wir haben. Und wenn man sich aber anguckt, wer diese Streikbewegung vor allem getragen hat, ja, das waren vor allem die Entsorgungsarbeiter in Paris, also die Müllmänner. Und wenn man auf die Statistiken guckt, der Lebenserwartung in Frankreich, ist es so, dass die Leute, die in dem Sektor arbeiten, 11 Jahre kürzer, früher sterben als der Durchschnittsmann. Und also wenn man, das sind mal überwiegend Männer, Durchschnitt ist 75, diese Leute sterben mit 64 im Durchschnitt. Das heißt, wenn die Rente nicht bei 62 anfängt, sondern bei 64, dann gönnt man die statistisch nur Leichen in dem Bereich. Und das ist natürlich, und ich meine, in Deutschland ist auch so, ja, also Unterschichtsmänner sterben 11 Jahre früher als wohlsituierte Bürger. Und das ist ja Wahnsinn, ja, also wie kann das sein? Das ist auch ein wirkliches Freiheitsberaubungsinstrument gewissermaßen über die Lebenslänge. Trotzdem, wie gesagt, diese endliche, daraus folgen politische Forderungen und Programme, aber diese Spanne als solche ist noch keine Freiheit, das ist erstmal eigentlich nur Leben. Also was muss man machen, welche Zeit muss man haben, damit aus Leben Freiheit wird? Und ich glaube, dass das bloße Leben eigentlich erstmal keine Freiheit ist. Es liegt auch daran, dass es ja erstmal auch eine Ernüchterung ist, wenn man sagt, wir stellen jetzt die Freiheit von diesem Räumlichen, wo man ins ganze Universum abhauen kann, zumindest im Kopf oder wenn man Elon Musk ist, sogar in echt, aufs Zeitliche, dann stößt man sich eben erstmal die Nase am Tod und man denkt, na toll, kein Wunder, dass wir lieber zeitlos frei sind, weil man nicht ständig an seine Endlichkeit erinnert ist. Und wenn man immer nur guckt, wo kann ich mich im Moment hinbewegen, dann zumindest wird man nicht daran erinnert, dass das irgendwann aufhört. Das trifft einen dann irgendwann unerwartet. Es scheint also irgendwie eine schlechte Werbung zu sein für diese Idee der Verzeitlichung. Deshalb scheint es mir so wichtig, dass man diese Unendlichkeitssehnsucht anders unterbringt. Also nicht, indem man die Sterblichkeit verleugnet und sagt, naja, in echt lebt man doch ewig, sondern indem man sagt, vielleicht sind wir am anderen Ende des Lebens unendlich. Nicht, weil wir am Ende des Todes, sondern weil wir immer wieder anfangen können, weil wir, wie Hannah Arendt sagen würde, geboren sind, also wir sind selber ein Anfang und das heißt nach Hannah Arendt, dass wir auch immer wieder Anfänge machen können. Wir können sozusagen selber Zeit einsetzen und wenn man diese Möglichkeit des Anfangs in die Zeit einträgt, dann hat man sowas wie eine vielleicht Zeit der Initiative oder Arendt würde selber sprechen von Spontanität, wo sozusagen immer auch was Neues passieren kann, dann wird diese eine Linie der Zeit plötzlich so ganz aufgefächert in ganz vielen Möglichkeiten. Und auf eine bestimmte Art kehrt diese Unendlichkeit, die man vorher in dem überall hinkommen hatte, die kommt zurück. Also es gibt da keine Grenze, wie viele Anfänge man machen kann und dann nach 17 ist wirklich Schluss, sondern prinzipiell könnte man bei allem, was wir tun, sich überlegen, in welcher Hinsicht und selbst wenn es nur die leichte Modifikation einer geschätzten Routine ist, in welcher Hinsicht man darin auch was Neues beginnt oder was Neues in die Welt setzt. Und diese Fähigkeit, also zur Initiativen, zur spontanen Zeit, würde ich sagen, ist eine weitere ganz wichtige Dimension der Freiheit. Ich würde das dann nennen erfüllte Zeit. Also Freiheit ist nicht einfach Zeit haben, sondern Freiheit ist erfüllte Zeit haben. Die Zeit, mit der und in der man etwas anfangen kann. Dass man das kann, liegt meistens daran, dass es da noch mehr gibt als einen selbst. Also andere marxistische Existenzialisten, jetzt hier für die Philosophen, hier Martin Heglund, der fängt ähnlich an wie ich mit der Endlichkeit und dann sagt er aber, freie Zeit ist die Zeit, die uns gehört, die wir kontrollieren. Und das finde ich ganz falsch, weil oft ist freie Zeit ja die Zeit, wo man sich auf was eingelassen hat, was ein Stück weit auch, also zum Beispiel eine politische Bewegung,
dann da gehört einem die Zeit eben nicht mehr selbst vollkommen. Oder Kinder, wenn man sich verliebt, wenn irgendwas passiert, dann ist einem ein Stück weit auch die Zeit aus der Hand genommen, aber man wird trotzdem nicht automatisch unfrei dadurch. Denn es ist etwas, was erfüllend ist. Etwas, wo man sagt, ja, da lasse ich jetzt meine Zeit drin und gerade so fange ich neu an. Und das bin jetzt neuerdings ich. Um ich zu bleiben, muss ich diejenige werden, die das tut. Es ist sozusagen kein Kontrollverhältnis, sondern ich würde sagen, ein Erfüllungsverhältnis von Zeit. Deswegen gibt es darin so eine sozusagen weniger individualistische Abzweigung. Und mit Arendt kann man dann sagen, eine Dimension der Freiheit ist die Möglichkeit, sich selbst immer wieder neu zur Welt zu bringen. Was allerdings bei Arendt so ein bisschen komisch ist, und das ist auch nicht erst mir aufgefallen, sondern zum Beispiel den italienischen feministischen Philosophen in den 70er Jahren, die Mailänder Gruppe, ist, dass bei Arendt immer so die Rede davon sei, man selber beginnt, ich reinszeniere meine Geburt, als hätte man sich selbst zur Welt gebracht. Ist ja nicht so. Also das macht ja immer wer anders, nicht wahr? Und die dritte Dimension der Zeitlichkeit, die ich vorstellen möchte, ist deswegen eine, die noch mal viel stärker darauf hinweist, dass die Quelle unserer Freiheit und unserer Existenz und unseres in der Weltseins eigentlich außerhalb unserer selbst liegt. Also es ist etwas anderes, was mir dieses Leben, mit dem ich was anfangen kann, gibt. Und es ist was anderes, was mich in diesem Leben erhält. Und ich würde sagen, also im Buch gibt es auch ganz viel zu Müttern, aber da es mir letztendlich um einen ökologischen Freiheitsbegriff geht, springe ich jetzt mal, ja, aber Mütter ganz unbiologistisch, können wir nachher immer Ersatzmütter. Können wir jetzt uns gleich fragen, ob nicht das, was die anderen Freiheitsbegriffe nur so als Hintergrundbedingungen einbeziehen können. Also ja, klar, man muss irgendwie eine intakte Natur haben, um zu leben. Ob das nicht auch eine Form von Zeit ist, die wir brauchen. Wir können gar nicht anders leben, als in bestimmten, auch ökologischen Zyklen der Wiederherstellung. Mahmud sagte das eben so schön bei dem Nichtstun, es ist mir nicht gelungen, ich habe weitergeatmet. Und trotzdem ist es aber interessant zu sehen, dass das Atmen ja gar nicht was ist, wo man sich jetzt entscheidet und man arbeitet und man atmet, um sich wiederherzustellen, so wie man ein Stück weit arbeitet, um sich die Zähne zu putzen oder sowas, sondern das passiert einfach. Und ökologische Gleichgewichte, so wie sie jetzt evolutionär entstanden sind und im Moment ja immer noch, also wir leben ja im Holozän immer noch auf dem diversesten Planeten, den es je gab. Ja? Also im Moment nimmt das eben drastisch ab im sechsten Massenaussterben, aber das ist sozusagen der reichste, vollste Biotop und artenreichste Planet, den die Evolution bisher hervorgebracht hat. Da gibt es ganz viele verschiedene Ökosysteme und auch so planetares Gesamtsystem, die so funktionieren, dass bestimmte Dinge einander wechselseitig herstellen. Also es gibt bestimmte Spannen, die es braucht, damit irgendwas sich wiederherstellt. Damit der Baum sich wiederherstellt, muss er auf die Bodenbiologie zurückgreifen. Damit der Boden sich wiederherstellt, müssen da Sachen rauffallen, müssen da Regenwürmer durchlaufen. Die Regenwürmer brauchen Humus. Dann der Humus entsteht überhaupt nur, wenn bestimmte Mikroben den zersetzen und so weiter. Also es gibt sozusagen lauter verschiedenes Lebendiges, dass alles eine bestimmte Zeit hat. Und das kann bei einem alten Baum können es 300 Jahre sein. Es gibt eine Eintagsfliege, das ist ein Tag, aber es sind Zyklen, die prinzipiell wiederholbar werden. Und wegen dieser Wiederholbarkeit nenne ich diese dritte Form der Zeit manchmal Gezeiten. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich von der Küste komme, es mehr so schön finde. Aber Gezeiten sind sozusagen eine Zeit, die kreisend ist, die nicht spontan und zielgerichtet ist, sondern die ein Stück weit kreisend ist, die aber dadurch nicht sozusagen monoton automatisch ganz dasselbe ist, sondern ist dadurch, dass diese ganzen kreisenden Regenerationsvorgänge ja ineinander greifen und aufeinander angewiesen sind, sind gewissermaßen alles Stoffwechselvorgänge, gibt es immer auch Varianten, Nuancen und auch die Möglichkeit der noch größeren Anreicherung. Regeneration ist gewissermaßen ein Wort für die Arbeit der Natur. Und das Tolle an dieser Arbeit ist, dass ein Teil davon, also das, was wirklich Regeneration ist, eigentlich anstrengungslos passiert. Also menschliche Produktionsarbeit ist so definiert, dass man nach Plan irgendwas herstellt.
Und dann gibt es Reproduktionsarbeit, also auch die menschliche Arbeit, die das Leben wiederherstellt, Sorgearbeit. Aber auch die ist natürlich bewusst eingesetzt und auch anstrengend. Also genau dafür kämpfen Feministinnen die ganze Zeit, dass anerkannt wird, das ist auch Arbeit. Aber gleichzeitig wäre unser Leben komplett sofort zu Ende, wenn es nicht ganz viel dieser anstrengungslosen Arbeit gäbe, die sich gewissermaßen vollzieht, einfach weil was lebt. Also der Regenwurm strengt sich ja nicht an, um den Humus zu essen und in bessere Erde umzuwandeln. Ja, der lebt einfach und dabei passiert das. Und was anderes kann davon auch leben. Und da natürlich wird nicht, also wir können uns nicht sozusagen zurücklehnen und warten, dass uns alles in den Mund fliegt, nicht die ganze Biosphäre ist so eingerichtet, dass uns das zugutekommt. Aber alles, was wir tun, zum Beispiel Ackerbau, auch Städtebau, dass die klimatisiert bleiben und so weiter, ist darauf angewiesen, dass ganz viele solcher Gezeiten weiter funktionieren und ineinander greifen. Dass sich Sachen erholen können. Tatsächlich würde ich auch sagen, dass viele der sozialen Kämpfe in der Gegenwart eigentlich Kämpfe um die Möglichkeit der Erholung sind. Also so schleichende die Arbeitskämpfe, ja, diese großen Kündigungswellen, dann irgendwann war es halt vorbei, weil die Leute eben Geld brauchen, dann das Quiet Quitting, dass man im Job sich zurücknimmt und nichts mehr macht. Leute, also ein neuer Trend sind ja Schlafurlaube, wo man einfach nur wohin geht, wo man die ganze Zeit schläft. Und eine der sehr mutige Bewegung ist dieses Lying Flat Tanping in China, wo sich vor allem junge Menschen total rausziehen aus dem Anreizsystem und sagen, ich bleibe einfach zu Hause auf dem Sofa oder Sofa meiner Eltern oder irgendwie in einer Notunterkunft. Ich will kein Auto mir kaufen können, ich will keinen Beruf, ich werde keine Familie gründen, ich will einfach nur diesen Stress nicht mehr haben. Also diese Sehnsucht nach Erholung ist eigentlich etwas, was alle von uns, die arbeiten, verbindet mit der gesamten Biosphäre. Und was ohne die Zeit, in der man sich wiederherstellen kann, ist man auch nicht frei, weil man dann ständig damit beschäftigt ist, irgendwie klarzukommen. Und in einer Welt, in der generell die Wiederholung von also, ja, Fruchtbarkeit, von Bio-Services wegbricht, wird unsere Freiheit immer weniger, weil wir sozusagen immer mehr durch gezielte Arbeit, also wenn die Biene nicht mehr bestäubt, dann muss man selber hingehen und das Obst bestäuben, man hat viel weniger Entscheidungsmöglichkeiten. Letztlich schrumpft dann sowohl die Freiheit der Initiative, also je mehr man ums Überleben kämpfen muss, desto weniger Spontanität gibt es, desto weniger Möglichkeiten bleiben und auch je weniger Regeneration möglich ist, desto mehr schrumpft dann wieder die Lebensspanne, also die endliche lineare Zeit, weil man eben ungesünder oder gestresster lebt. Und darum glaube ich, dass das gewissermaßen so drei Facetten der Freiheit sind oder der Zeit sind, dass das drei Facetten der Zeit sind, die zusammenkommen müssen, damit aus Leben Freiheit wird. Und um zu dieser sonderbaren Formel eben zurückzukommen, man könnte sagen, es ist, also Freiheit ist eine Fülle von Zeit, also einfach lange leben und sich nicht sorgen müssen, dass man von einem vorzeitigen Tod heimgesucht wird. Aber es ist nicht eine Fülle irgendeiner Zeit, sondern es ist eine Fülle erfüllter Zeit, also der Zeit, so wie man sie auch leben will, ungezwungen und voller Möglichkeiten. Aber das hat alles eine Basis, die das tragen und erhalten muss die ganze Zeit. Und das wäre die Fülle der Gezeiten, also ein möglichst reiches, möglichst intaktes, möglichst diverses Biosystem, Ökosystem, in dem man dann auch plötzlich viel mehr Möglichkeiten hat, tätig zu werden. Also auf einer Betonplatte kann man eben einfach viel weniger machen als, ich meine, da spricht jetzt auch immer die Bauerntochter aus mir, aber als in einem Garten, wo wirklich so ganz viel Verschiedenes wächst. Und natürlich kann man sich dann auch entscheiden, da Beton zu verlegen, aber man kann alle möglichen anderen Sachen machen, weil sozusagen mehr da ist, auf das man sich beziehen kann. Und je besser sich das selber trägt, desto freier ist man darin, seine Arbeit auch gezielt einzusetzen, womöglich auch einfach Blumen anzubauen und nicht nur Kartoffeln. Also eine Fülle erfüllter Zeit in einer Zeit der Fülle, das wäre dann die volle Formel für die Bleibefreiheit. Und ich glaube, man kann ganz gut sehen, dass in verschiedenen Bereichen eigentlich man kollektive politische Bemühungen auch so verstehen kann, dass es darum geht, anzufangen, solche Zeit zu haben. Also ein Streik ist eigentlich
der Moment, wo man sagt, nee, wir hören jetzt auf, irgendwie zu machen, was wir machen. Wir wollen jetzt erstmal Zeit haben, um vielleicht auch was anderes zu machen. Und die ökologischen Proteste sagen, wir wollen die Zeit, in der sich das CO2 aus der Atmosphäre langsam wegverstoffwechseln kann und die Zeit, in der Arten sich weiter regenerieren können, wir wollen diese Zeit bewahren und gewissermaßen diese Zeit den anderen Lebewesen schenken. Und auch Kämpfe gegen Herrschaft sind oft so. Also man kann die feministischen Kämpfe so verstehen, dass Frauen darum kämpfen, ihre Zeit nicht immer schon in den Gezeiten der Wiederherstellung, vor allem der Männer, der Familie und der Familie selbst, zu verlieren, sondern ihre Zeit eben auch für freie Initiative zur Verfügung zu haben oder zum Aufrechterhalten anderer Zusammenhänge und Gezeiten. Ja, ganz, ganz drastisch natürlich in den antirassistischen Kämpfen, in den Forderungen nach Migration. Ja, da geht es oft wirklich ums tatsächlich bloße Überleben, aber auch um die Frage, naja, wo sind denn Gezeiten noch intakt? Dann muss man sie da eben teilen mit den Leuten, die weniger Bleibefreiheit haben. Ein verrückter Nebeneffekt unseres bewegungsfreiheitszentrierten Freiheitsverständnisses ist ja, dass man sich als so Europäerin immer so wahnsinnig generös vorkommen kann, wenn man so diesen Leuten von woanders her, hat man ja richtig viel Freiheit zugestanden, wenn die sich jetzt bewegen dürfen zu uns. Und jetzt haben die so eine Bewegungsfreiheit und ich habe schon wieder keine Zeit für den Urlaub. Aber das ist ja genau andersrum. Ja. Wir haben hier eine viel größere Fülle an Bleibefreiheit, nebenbei noch auch mitschuldig, also unterschiedlichem Maße, an der Nicht-Bleibefreiheit anderswo. Und das Mindeste wäre dann ja zu sagen, okay, mit denen, also die jetzt einfach faktisch weniger Bleibefreiheit haben, muss man jetzt mal die wir hier haben, besser aufteilen. Und ich glaube, dass man das auch selbst wieder nicht als eine Art von Rücksichtsnahme verstehen muss, sondern sagt, das kam gestern auch schon mal kurz bei Jan, glaube ich, zur Sprache, unsere Freiheit wächst ja auch, wenn wir auf weniger Zwangsinstrumente angewiesen sind, wenn wir die ganze Zeit Angst haben, dass wir hier überrannt werden, alle Steuergelder da in so eine Außengrenze stecken, dann ist natürlich die Möglichkeit, uns hier so selbst eine Grundversicherung, ein soziales Netz zu bauen, dass man hier eben sicher bleiben kann, ohne Existenzangst, viel geringer. Und auch Herrscher sein ist nicht einfach ein Privileg, sondern ist auch eine Unfreiheit, denn man ist ja darauf angewiesen, weiterhin die Spontanität und die Zeit der anderen gedrückt zu halten. Und insofern gibt es, glaube ich, sozusagen als letzte Konsequenz im Kern die Lehre zu ziehen, dass Freiheit eben nicht was ist, was wie so ein Kuchen aufgeteilt wird, wo wenn einer mehr hat, jemand anders weniger hat, sondern wenn man Freiheit als Zeit versteht, dann können das auch einfach immer mehr werden für alle. Also es ist möglich, sich so zu organisieren, dass man Zeit teilt, ohne sie zu verlieren. Dass man sogar Zeit teilt, sodass dabei mehr Zeit entsteht. Und ja, das wäre dann der Zuwachs der Freiheit. Vielen Dank. Eva von Redeker. Sollen wir einzeln oder drei sammeln? Oder wie? Wie du möchtest. Wie viele Meldungen sind da jetzt? Lass mal immer drei auf einmal. Machen wir drei mal auf einmal. Alexander Beer, gleich zu Beginn. Andrea Rüdig. Ja. Kannst schon anfangen, Alexander. Fang schon mal an. Vielen Dank, da gab es ganz viel, das auf Resonanz gestoßen ist. Ich bin Mitgründer von Afrika Europe Interact, dem transnationalen Netzwerk. Da haben wir von Beginn an gesagt, 2010 war das das Recht zu gehen und das Recht zu bleiben. Also das ist natürlich die Forderung der westafrikanischen sozialen Basisbewegungen, mit denen wir da seither zusammenarbeiten. Und das bedeutet natürlich eben Recht auf Bewegungsfreiheit, globale Bewegungsfreiheit, Kampf gegen das europäische Grenzregime, aber eben auch das Recht zu bleiben. Und das ist eben vor allem der neokoloniale Zugriff, der Kampf gegen das Landgrabbing,
der Kampf gegen die Ressourcenausbeutung, also das ist da ganz praktisch geworden. Insofern vielen Dank, dass du das hier so angereichert hast. Und meine Frage wäre folgende. Es gibt ja in der marxistischen Debatte so einen ganz langen Streit um den Freiheitsbegriff insofern, als beginnt das Reich der beginnt die Freiheit jenseits des Reichs der Notwendigkeit. Herrlich, danke. Ja. Genau, oder davor. Und gerade eben auch die italienischen Feministinnen, die du erwähnt hast, ich denke an Silvia Federici, die sagen ja eben, das ist eine Illusion, dass das Reich der Freiheit jenseits der Notwendigkeit beginnt. Also die Reproduktion des Lebens, eben auch die Landwirtschaft, das Gartenbau zu betreiben, die Care-Arbeit, all das. Das ist eigentlich in einem Freiheitsbegriff, wenn wir den neu denken wollen, das muss inkludiert sein. Also das wäre meine Frage, ob du das auch so siehst. Andrea Rüdig. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich finde es beeindruckend, dass du den Freiheitsbegriff so in so etwas Passives reinnimmst. Ja? Also ja. Nicht mehr aktiv, sondern passiv. Wir bleiben einfach. Und das finde ich beeindruckend und auch gut, also es ist ein richtig guter Ansatz. Was mich jetzt irritiert ist, also es gibt ja immer Freiheit zu und Freiheit von und es gibt eine Freiheitsdefinition, die ich eigentlich für grundlegend halte, das ist die Freiheit heißt, keine Angst haben müssen. Und ich frage mich, wo das ist bei dir. Also das ist natürlich, man kann sagen, das ist die Grundlage, alles dessen dann bleiben zu dürfen, lalala, aber es muss irgendwo drin sein. Also für mich ist es sozusagen die grundsätzliche Bedingung überhaupt dafür, dass wir uns frei oder auch überhaupt Fülle erleben können oder wie auch immer oder mit Zeit gut umgehen können. Und da würde ich dich gerne fragen, wie verhältst du dich dazu? Willst du die beiden nehmen oder die dritte auch noch? Ich habe jetzt gesagt drei, dann mache ich dann machen wir drei, dann Friedrich. Also ich weiß, Friedrich von Boris. Sagen, aber ja, vielen Dank. Hier ganz außen. Ja, über die Lautsprecher kann man das ja, 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 genau, da kann man es mehr lokalisieren. Ich bin auch viel auf dem Land, auch gerne in Ostdeutschland. Einige meiner Nachbarn da würden sagen, ja, Bleibefreiheit finde ich super, soll einfach so bleiben, wie es ist. Die haben selber einen sehr geringen CO2-Fußabdruck mit ihrem Lebensstil, aber halt auch eine Ölheizung im Keller und die soll da bleiben. Zweite Frage, du hast bei diesem sozusagen Freiheit als das sozusagen Recht, andere zu verletzen, wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, ja, sozusagen ja eher so auf so einen rechten Habitus adressiert. Wir haben es in der jüngeren Vergangenheit ja auch eigentlich in der gleichen Struktur sehr intensiv mit Kunstfreiheit diskutiert. Ja. Da würde ich auch sozusagen neben dem sozusagen etwas pauschalen, würde man ja wohl nochmal sagen dürfen, Bashing, Kritik, deine Position kennenlernen wollen zur Debatte um Kunstfreiheit und wie wir die heute neu diskutieren sollten, müssten, sowohl inhaltlich als auch von der ökologischen Perspektive, vielleicht auch materiell, bei uns in der Kunsthochschule, eine Riesendebatte, darf ich einen Künstler sagen, hätte auch kleiner sein können, wäre weniger Ressourcenverbrauch gewesen. Ja. Ja, also jetzt mal polemisieren, wie du dich zu diesem Dilemma verhältst. Darf ich noch kurz bitten, dass noch einmal die Menschen aufzeigen, die als nächstes sprechen wollen? Danke, danke, danke. Eva. So, jetzt darf ich aber antworten. Ne? Ja, danke für das tolle Beispiel aus eurer Arbeit und mega toll. Super Frage mit dem Reich der Notwendigkeit. Ich bin genau anders als Hägglund und auch Arendt, das auf eine ganz andere, nicht marxistische Art ist, vehemente Verfechterin dessen, dass es keine Grenze zwischen Reich der Freiheit und Reich der Notwendigkeit gibt. Und also um es vielleicht einmal in einem Satz, die Idee, die Gegenseite würde sagen, naja, bestimmte Sachen muss man einfach machen, damit man leben kann und damit man versorgt ist. Und wenn die erledigt sind, und dazu sind wir gezwungen von der Natur, also man muss halt essen, wenn das Essen verzehrt ist, dann ist man frei und dann kann man machen, was man will, irgendwie Hobby oder Politik. Ich glaube, dass man als Feministin, also wenn man irgendwie eine materialistische Feministin sein will, der das auch um Arbeit geht und nicht nur um Anerkennung, wie jetzt im neuen, trotzdem coolen Barbie-Film, sondern dann muss man das zurückweisen. Also Menschen sind bewusste Tiere und in jedem Akt, also noch im Stillen, habe ich natürlich eine Freiheit. Ja, liegt das Baby so hin oder was und will ich überhaupt stillen und wollte ich überhaupt das Baby? Und alle diese Fragen der Reproduktion sind auch Fragen, in denen die Freiheit eingelassen ist. Insofern, auf der Ebene würde ich sagen, wir müssen es schaffen, uns so zu organisieren,
dass die Reproduktion zwanglos gewährt ist. Und das ist sie nicht schon dann, wenn wir irgendwie eine Arbeitsteilung haben, die so funktioniert, dass alles erledigt wird. Also da ist eine Mutter und die stillt auch, sondern das haben wir erst, wenn es genug Spielraum im System gibt, gewissermaßen genug Fülle und Redundanz, dass jede einzelne Person darin auch ersetzbar wäre. Also ich muss auch sagen können, ich pflege diese Person nicht und das heißt dann nicht, dass die auf der Straße verreckt. Und dann pflege ich sie frei. Das ist sozusagen, genau, also das wäre die Art, wie ich sagen würde. Man muss das ineinander verschränken und ich glaube, es gibt Unentfremdete, das ist ja dann die Landwirtschaft und unentfremdete Sorgearbeit und das trotzdem, und das macht die Leute immer ganz nervös. Ich habe das Gefühl, die wollen immer hören, ja, aber man muss doch verzichten und es wird doch härter und Arbeitszwang und so. Und ich will aber sagen, es muss zumindest denkbar, also auf der theoretischen Ebene ist es denkbar. Es kann schon sein, dass wir in Situationen sind, wo es nicht mehr so ist, weil wir irgendwie auch alles so kaputt gemacht haben, alle so traumatisiert sind, was auch immer. Aber theoretisch Reich der Notwendigkeiten, Reich der Freiheit, greifen ineinander. Das gerade ist Menschentier sein. Das mit dem Passivbleiben, ja, danke, das ist gut beobachtet. Und es ist ja sogar nicht nur bleiben, sondern ich habe auch, also in dem Buch gibt es dann so die Freude an Vögeln, die zurückkommen oder sowas. Also dass man also sowas auch das Rezeptive als Freiheitszuwachs gewinnt. Ich nehme das mal mit dem keine Angst haben. Also ich kann mich jetzt rausreden und sagen, im Buch gibt es diese Stellen, wo ich sage, wie fühlt sich Bleibefreiheit an? Eigentlich wie ein Aufatmen und wie ein unbedroht lebendig sein können. Und ich glaube, das würde dir entgegenkommen. Aber ob ich das genug fülle dann nachher, das finde ich ist eine ganz andere Frage und da muss ich jetzt auch selber nochmal drüber nachdenken. Aber ich würde das versuchen über diese, also zwanglose Regenerationsfähigkeit, also wovor hat man denn Angst, dass man was verliert, dass man nicht mehr sicher ist, dass man angegriffen wird, dass man einem die Handlungsmöglichkeiten abgeschnitten werden und eigentlich hoffe ich, dass diese substanziellen Zeitbegriffe dem entgegengesetzt werden könnten. Aber gut, also danke für den Hinweis. Genau, die Ossis, die sagen, alles soll so bleiben, wie es ist. Ich glaube ja tatsächlich, dass die echt nicht das Problem sind, sondern das Problem sind die Billionäre, die sagen, alles soll so bleiben, wie es ist. Und tatsächlich ist, ja, aber ich glaube, das habe ich, also da habe ich, glaube ich, eine ganz gute Theorie zu, weil eben diese bescheuerten, ja auch oft aus dem Westen eingeflogenen AfD-Politiker es genau schaffen, dann alle Anliegen so zu kreieren, dass irgendein sakrosankter Besitzanspruch, dass man die eigene Kränkung, die ganz woanders liegt, übersetzen kann in der Habeck in meinem Keller. Und zum Beispiel, glaube ich, eine ganz, also das hörten wir auch gestern schon, eine ganz naheliegende Sache, um im Osten sehr viel zu ändern, wäre zu sagen, jeder, der ein Windrad sieht, kriegt den Strom umsonst. Und dann ist auch das Problem mit, ich muss weiter, also ich kenne Leute, also ich meine, ich gehöre selber dazu, ja, aber nicht Kohle, sondern Holz, die können sich nicht leisten anders als mit Kohle. Die haben halt einen alten Kohlebrenner und das ist so, ja. Und da, natürlich kannst du den so, und wenn man da sagen würde, hier, stell den Heizlüfter dahin, der Ökostrom ist umsonst, mal gucken. Aber es gibt auch, ich meine, es gibt immer, es gibt einen Satz, gerade in Deutschland, das sind zutiefst rassistische, oft auch antisemitische Menschen, es gibt faschistische, auch im Leistungsprinzip, das ist, hat im Osten auch sehr gut überlebt, also so eine Art Hass auf die Schwachen, die nicht arbeiten. Das sind faschistische Strukturen, die werden auch so bleiben. Aber ob diese 10-15% sich zusammenschließen können zu einem hegemonialen Block durch bürgerliche Agitation oder nicht, davon hängt alles ab, weil sonst kann man damit gut leben. Also ich meine, ja, dann, und manche und deren Kinder und so kriegt man dann wieder rum. Und das ist im Westen, würde ich sagen, aber auch so. Das ist jetzt kein spezielles Ostproblem. Konzeptionell oder auf der philosophischen Ebene versuche ich natürlich genau durch diese Initiative Anfangssache die Dynamik da reinzukriegen und zu sagen, Bleibefreiheit ist eben nicht, wenn alles so bleibt, wie es ist, sondern wenn ich erfüllte Zeit habe, erfüllte Zeit ist Zeit, in der man auch spontan neu beginnen kann. Und dann hat man sozusagen diesen grundkonservativen Zug daraus. Aber ich glaube, in diesem Moment der Weltgeschichte, wo sich, wenn wir nichts tun, die drastischen Änderungen einstellen würden, geht so eine alte Gegenüberstellung von keine Experimente versus viele Experimente gar nicht mehr auf. Also es gibt eigentlich diese konservative Position, wo man sagt, es soll einfach bleiben, nicht. Und deswegen sind oft die Umweltschützer die viel größeren Konservativen, weil die sich irgendwie noch darum kümmern, dass man irgendwie so eine komplexe Gesellschaft aufrechterhalten kann und nicht in 15 Jahren einfach das Welternährungssystem zusammenbricht und dann bleibt eben nichts, wie es ist. Kunstfreiheit, also ich glaube, ich kann dazu nichts Schlaues sagen. Ich habe meine
Arbeit wäre immer, diejenigen, die so wahnsinnig erpicht darauf sind, ihren Freiheitsspielraum auszuschöpfen, indem sie auch verletzen, würde ich sagen, würde ich immer Kritik und Ideologiekritik entgegensetzen. So war auch, also meinetwegen war es auch eben nur eine polemische Floskel, der Einstieg zu verstehen. Ich würde sehr darauf achten wollen, dass das Recht derer, die dagegen Einspruch erheben und protestieren, auf ihre freie Meinungsäußerung auch geschützt wird. Und ich halte aber überhaupt nichts davon, irgendwie an den Staat zu appellieren, dass es irgendwie neue Rahmenrichtlinien für den Kunstbetrieb gibt und der sagt irgendwie, alle diese Worte sind verboten und dieses Material jetzt auch. Also da das zu delegieren an eine irgendwie staatliche Stelle, fände ich, also da wäre ich sozusagen dann auch so ein bisschen libertäre Linke, der das unheimlich ist. Aber ja, wenn jemand irgendwie ein blödes sexistisches Kunstwerk macht, oder wenn jemand ein Kunstwerk macht und jemand findet das blöd und sexistisch, sollen die das sagen können. Und dann soll die andere Person nicht sagen, ihre Kunstfreiheit wurde beschränkt, weil solange ihr nicht verboten wird, das Ding auszustellen, ist sie nicht gestört, sondern sie hat halt nur was gemacht, was Leute scheiße fanden. Das passiert einem ja als Künstler meistens. Also die meisten Leute haben ja keinen Anspruch darauf, dass ihre Sachen ausgestellt werden, auch wenn man irgendwas macht. Hier in der ersten Reihe, bitte. Und dann Arno Böhler. Ja, ein bisschen was meiner Frage hat sich jetzt gerade schon geklärt. Ich denke die ganze Zeit so mit Menschen, die sich so, also diese BewegungsfreiheitsfetischistInnen, denke ich so die ganze Zeit mit und die sehen mein Auto, mein Heizkeller. Und ich denke irgendwie die ganze Zeit, wie man denen vielleicht entgegenkommen könnte, im Hinblick auf diese anderen Freiheitsdimensionen, also diese zeitlichen, damit die vielleicht ein bisschen locker lassen und diese Freiheit nicht mehr so stark verteidigen, die ihnen jetzt so sehr am Herzen liegt. Genau, da würde ich fragen, ob Sie da irgendwie Ideen haben und wollte auch ein ganz großes Danke sagen. Arno. Ja, also herzlichen Dank. Ich fand sehr viele spannende Gedanken in Ihrem Vortrag, denen auch sehr viel zustimmen würde. Ich habe daher nur eigentlich eine sprachliche kleine Anmerkung. Der griechische Name für den Zeitgott ist Kronos. Und ich finde, dass das sehr interessant ist, auch heute noch in unserer Sprache, weil ich das sehr wichtig finde, dass wir dieses Bleibende aus dem reaktionären Kontext herausnehmen. Denn Kronos ist in der heutigen Sprache bei uns im Deutschen zum Beispiel noch da in einer Doppeldeutigkeit, einer Paradoxie, die schon in der griechischen Philosophie ein großes Problem war. Nämlich einerseits haben wir es in chronologisch, ja, also dieses Nacheinander der Zeit, diese lineare Zeit, aber dann haben wir es auch in chronisch. Also sozusagen dieses regenerative, zyklische Wiederkehren. Und es ist sehr interessant, ganz in Ihrem Sinne, dass das Wort chronisch heute stark mit Pathologien verbunden ist. Ja? Wenn was chronisch, wenn was von selbst, wie Sie sagen, regenerativ sich macht, dann ist das für uns mit dem modernen Subjektgedanken fast schon was Pathologisches und nicht, wie Sie schön gesagt haben, was Regeneratives. Glücklicherweise muss ich, wie ich an der Universität immer sage, jetzt während ich spreche, nicht 5 Milliarden Kommandos an meinen Körper schicken, was der Magen tun soll, was die Atmung tun soll. Denn das würde eben eine restlose Überforderung des Subjektsglaubens gehen. Also diese Kronos, Chronologie, ich finde, Sie versuchen sehr konstruktiv, diese zwei Elemente wieder zusammenzubringen. Danke. Danke, Arno Böhler. Mit Blick auf die Uhr, hier vorne in der ersten Reihe, bitte. In der ersten Reihe, bitte. Ich schaffe auch 4. Nein. 3, machen wir 3. Ganz kurze Anmerkung, vielen Dank. Wir haben vor 30 Jahren mit dem Philosophen Peter Heindl einen Verein zur Verzögerung der Zeit gegründet. Ah, super! Der ist damals als Witz empfunden worden. Mittlerweile gibt es viele auch wissenschaftlichen Arbeiten darüber. Aber das eine, was ich anmerken wollte, dieses qualitative Zeiterleben ist dort ganz wichtig gewesen, so ähnlich wie du das gesagt hast. Und das Innehalten hat auch eine wirtschaftspolitische Implikation. Wie wir sehen, wenn wir
langsamer arbeiten, wenn wir bewusster wahrnehmen, wenn wir kollektiv reflektieren, also Zeit produktiv verbrauchen, haben wir weniger Zeit, die Umwelt zu verschmutzen. Hat man jetzt auch gesehen, also dass wir hier mit einer Verzögerung der Zeit, mit weniger Chronos, weniger Takte, weniger Vertaktung der Gesellschaft, dass wir hier auch etwas zur Rettung der Umwelt oder, wie es die Ulrike Herrmann gestern gesagt hat, zurück nach 1978 mit der Wirtschaftsleistung. Ja. Danke. Danke. Also für die Bewegungsfreiheitsfetischisten. Also einerseits fand ich den Gedanken, so wie Sie den präsentiert haben, mit dem, dass man im Grunde so sagt, was brauchst du eigentlich, um das loszulassen? Das ist schon irgendwie ein schöner Ansatz. Und tatsächlich ist es ja so, dass vieles des Ressentiments durch einen Abbau von sozialer Angst, also Angst vor Verlust, vor Verarmung, vor auch Statusverlust, manches würde sich davon auflösen, aber ich glaube eben auch nicht alles. Und ich glaube, es ist immer wieder abrufbar. Ich würde aber einmal vorausschicken, ich finde, es ist ganz schwer, eine integre Haltung zu dieser Art der politischen Überzeugung zu entwickeln, die nicht, also ich finde auch diese Formulierung von, wie nehmen wir die Leute mit und so, skandalös in der Demokratie. Also wir sind halt auch Leute. Und wenn man nicht, ich habe das Gefühl, eine Art, das aufzulösen, diese Art von Missionsgeist, den die Leute, die eh irgendwie weniger zu sagen haben, als man selbst, wirklich sofort riechen, also 100 Meter gegen Wind. Also auch strategisch ist es sozusagen ein Problem und nicht nur. Eine Art, das aufzulösen, würde ich sagen, ist, sich zu fragen, teile ich mit dieser Person irgendeine andere Kooperationspraxis, als zu reden, was vielleicht mein, also ja, wir sind jetzt hier, weil wir irgendwie reden wollen, aber normalerweise ist das nicht so das Hobby von Leuten, die ganze Zeit über was zu reden. Und dass man abstrakt der gleichen Gesellschaft angehört, die aber in vieler Hinsicht unsolidarisch ist. Und gibt es irgendwas, was wir tun zusammen, wo ich auch diese andere Person, also brauche ich irgendwas anders von dem, außer dass er nicht AfD wählt, so, ja? Und das findet sich ja manchmal. Also das sind dann eben, also es ist schwierig, aber wenn man eben irgendwie in einem Verein ist, wo man mit derselben Mannschaft spielt oder wenn man den Stadtpark aufräumt oder was auch immer, oder also man muss dann eben da sagen, gut, vielleicht gehe ich einfach in die Feuerwehr, weil ich auch nicht will, dass mein Haus abbrennt. Und wenn man sich dann in anderen Praktiken kooperativ erweist, dann hat man in meiner Erfahrung eine ganz andere Grundlage, um zu sagen, ey, nee, ich sehe es voll anders. Und das ist irgendwie, das finde ich jetzt auch so, red nicht so mit mir oder was auch immer. Aber so, ich glaube, man braucht wirklich zugrunde, und so, das sind ja auch die alten Agitationsmuster der Linken, ist ja auch eher, was ist dein Problem? Ich bin hier, um dein Problem zu lösen. Und nicht schon vorher, was kann ich machen, damit du nicht auf die anderen Seelenfänger reinfällst. Ja. Also das sind so meine Gedanken im jetzigen Zeitpunkt. Und ich werde selber immer wieder überrascht von meinen Projektionen, wo ich denke, jemand wählt bestimmt AfD, weil der so drei Sachen aus der Bild-Zeitung wiederholt, stellt sich raus, es ist eine Gewerkschaft, der weiß irgendwie in der Gewerkschaft und es geht zur Demo gegen den dritten Weg. Und dann ich so, wow, also... ja, es gibt halt auch Klassenvorurteile. Und dann Chronos, aber also ich will Ihnen das überhaupt nicht, das war ganz klar, dass Sie das anders gefragt haben und zum Beispiel mit dem eigenen Onkel teilt man eben die Praxis, die Familie aufrechtzuerhalten und dass es darum ging, aber ich wollte das nur mal so zum Anlass nehmen in allgemein. Danke für den Hinweis, ich nehme daraus mit, wir sollten von chronisch sauberer Luft reden und chronisch freiem Trinkwasser und sowas, das ist eine schöne Wendung. Und ich würde sagen, also der naheliegende nächste Zug wäre dann zu sagen, wenn man sich des Griechischen bedient, es gibt ja auch dann immer den Kairos, also den Moment, in dem, den besonders günstigen Moment, in dem alles zusammenkommt. Und wahrscheinlich ist es so, dass meine dritte Zeitdimension, diese regenerative Zeit, ist eher der Chronos der chronischen Zeit. Die erste, die Endlichkeit, ist der Chronos der linearen Chronik. Und die Mitte wäre vielleicht der Kairos, der Moment, in dem man was neu handeln kann oder so. Aber ich bin auch nicht so eine Griechin, also... Das kommt jetzt nicht vor, aber es macht Spaß, damit zu denken. Also danke dafür. Ja, Vereine zur Zögerung der Zeit, großartig. Es gibt auch in Deutschland so einen Verein für Zeitpolitik, von dem ich auch nicht wusste, schon ganz lange. Und das Verzögernde als Streikmotiv finde ich auch wahnsinnig interessant. Also wie kann man
nicht zur Notbremse greifen und dann steht man über dem Abgrund, sondern wie kann man so verzögern? Und natürlich würde ich dann sagen, zum Weiterdenken oder Arbeiten damit muss man natürlich immer fragen, wessen Zeit eigentlich und wie wird sie verzögert? Also manche Bevölkerungen sind ja sozusagen, also jetzt gerade wo sich, also eine Art, die Banlieue-Proteste in Frankreich zum Beispiel zu analysieren, jetzt wäre zu sagen, das sind eben Menschen, die wurden ins Land gelassen, als im Land billige Arbeitskraft benötigt war und sozusagen die eingespannt werden mussten. Jetzt ist die Produktion sowieso ausgelagert. Dann gibt es Leute, die werden sozusagen nur noch verwaltet und eigentlich ist deren Zeit überflüssig und wird verzögert. Und ich meine, in Ostdeutschland auf dem Land gibt es auch diese Phänomene, dass Leute eben einfach mit ihren Qualifikationen, die sie hatten, im Osten dann einfach nicht mehr benutzbar sind für die jetzige Wirtschaft, dann haben sie ganz verzögerte Zeit, aber es ist falsch verzögerte Zeit. Und was wäre eine richtig verzögerte Zeit oder wessen Zeit sollte verzögert werden? Und das war ja eigentlich auch mein Titel, auf den ich gar nicht eingegangen bin, anfangen Zeit zu haben. Das ist dann vielleicht jetzt das Schlusswort zur Pause. Ja. Lassen Sie uns anfangen Zeit zu haben. Eva von Redeker.